Ich war mal bei einem Kunden, da war auch einer im Backend, keine Ahnung, so lange beschäftigt als Freelancer. Er wurde dann sogar gefragt, ob er nicht in den Betriebsrat gehen möchte, weil man gar nicht verstanden hat, dass er noch externer ist. Wir haben jetzt ein bisschen gesagt, hey, Mensch ist irgendwie wichtig, die Leute vom Ersteller zum Empfänger, jeder ist da das entscheidende Rädchen sozusagen, der muss gut ausgebildet sein. Jetzt repräsentieren wir natürlich auch Beratungshäuser, aber wie viel Beratung ist dann immer notwendig in solchen Initiativen? An welchen Stellen macht es Sinn? Wo macht es keinen Sinn? Oder sagt ihr, es macht immer Sinn? Da vielleicht einfach nochmal eine Einschätzung dazu. Ich halte die Strategie, die es in die Organisation zu tragen, in dem kleinen Fachbereich anzufangen, den Menschen so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, diesen Self-Service tatsächlich zu betreiben und die Vorteile herauszustellen. Das heißt, du musst keinen langen Prozess und Anfrage ans Controlling, an die IT, sondern du kannst schon mal mit einem Datenset, was zu deinem Fachbereich gehört, was für dich relevant ist, etwas selber machen, ein bisschen Tool-Kompetenz aufbauen. Das heißt nicht, dass man jetzt eine riesen Tool-Schulung bei den verschiedenen Anbietern benötigt, die einem dann erklären, wie das Tool und klicke hier und mache dies. Und dann die Leute einfach mal ausprobieren lassen. Use Case getrieben, dass sofort auch das Verständnis da ist, ein bisschen Guidance und das so ganz weich, das hört sich so weich an, aber so ganz weich mal laufen zu lassen und die Begeisterung dazu zu schaffen und eben auf der anderen Seite Kapazitäten im Controlling, in der IT zu schaffen oder Freiräume dadurch zu schaffen, dass eben nicht jede Ad-hoc-Anfrage, jedes Dashboard da einen Riesenprozess auslöst, sondern man selber was tun kann. Muss einfach passen. Am Ende muss es eine Co-Produktion sein und am Ende wollen wir, dass das genutzt wird und dass das letztendlich gewartet werden kann vom Kunden. Das muss ein eigenes Produkt werden. Das muss in die eigene Organisation übergehen, sowohl bei den Nutzern als auch bei den Erstellern. Und wie man da hinkommt, hängt einfach von der Situation des Kunden ab. Ich meine, das ist ja auch, manchmal braucht man am Anfang irgendwo den externen Impuls, einen externen Veränderungstreiber, der was mit reinbringt. Dann geht es irgendwann um Standardisieren. Da hört man vielleicht manchmal auf den externen besser als auf den internen, sowohl bei den Inhalten, bei den Daten. Dann muss man das gemeinsam entwickeln. Ja? Also auch die Thema Navigation vorhin. Ja? Ich glaube, da kann man ganz viel externe Expertise mit reinbringen, aber am Ende muss es auf den Kunden passen. Ja? Und das muss man gemeinsam mit dem Kunden machen, als Co-Produktion sich das überlegen, wo möchte man da hin. Das müssen alle akzeptieren. Das heißt, das Konzept kann man nicht nur von extern entwickeln, da kann man sich von extern Unterstützung holen, da kann man sich von externen Beratung reinholen, egal ob jetzt im Coaching, im Doing, wie auch immer, je nach Situation. Und in der Umsetzung ist es genauso. Dieser Mix, den du angesprochen hast, ich glaube, es gibt Phasen, wo es gerade für die Beschleunigung extrem wertvoll ist, das zu machen. Es mag vielleicht auch mal Phasen geben, wo du einfach nicht die Umsetzungspower hast, wo du es an der einen oder anderen Stelle, es sollte, sage ich, nur nicht dieses Selbstverständnis oder dieses Überlaufen, so Berater ist gleich Mitarbeiter. Ich glaube, das sehe ich sehr, sehr kritisch.